Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge TrainSimWorld 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Köln-Aachen, genauer gesagt in Aachen Hauptbahnhof oder am Aachener Hauptbahnhof, ganz wie ihr wollt. Haben heute die Aufgabe, unseren IC 2035 von Aachen bis nach Köln zu fahren. Und Schubfahrt ist heute unsere BR218 Diesellok. Ja, das funktioniert. Ich bin selber erstaunt. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen das heute einfach mal, weil gestern im Livestream doch vermehrt der Wunsch dazu aufkam. Und ja, deswegen machen wir das heute einfach mal. Und ich würde sagen, los geht's. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ich habe sogar, das zeige ich euch jetzt, wir machen hier ein schönes Foto. Und wir haben PTB Art O, das seht ihr, dass die 85 aufblinkt, beziehungsweise leuchtet. Denn ich habe mittels Google und der Zuglänge, die ich mir berechnet habe, ich das eigentlich hier, ihr seht das hier, ich weiß auch nicht, warum der das nicht übernommen hat, na egal. Eine Bremsart von 9, eine Bremshundertstel von mindestens 6 Tonnen, da wir einen Reisezug haben. Wir sind 223 Meter lang und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 140 bezüglich unserer Schublok, die darf ja nicht mehr als 140. Genau. Und das habe ich jetzt gesendet. Ihr seht das hier. Dementsprechend ist natürlich dabei herausgekommen eine PZB-Art von eine PZB-Art O, denn ich hatte das vorhin bei der Anprobe, also bei der Anprobe sage ich schon, bei der Probe nicht beachtet und hatte dann natürlich eine Zugart von U. Glaube ich, war das. Auf jeden Fall durfte ich nicht schneller als 100 fahren und dementsprechend war das natürlich ein bisschen blöde, um das mal geschmeidig auszudrücken. Und das Ganze habe ich jetzt ein wenig verändert. Und ja, deswegen funktioniert das jetzt. So, ihr dürft einen Ausfahrt haben, genau, dem ist so. Dann würde ich sagen, Fahrgestern war schon aufgenommen. Dann würde ich sagen, los geht's. Wir starten. Nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. Auf geht's. Und ihr seht, es funktioniert. Wir fahren. Können es natürlich befreien. So, nach wie vor 40. Wunderbar. Wunderschön. Da fahren wir dahin. Ach, seht mal. Ein Güterzug, ein Autozug, so wie es aussieht. Sie fahren natürlich. Ach, der Vectron ist da vorne dran. Ja, sehr schön. So, die hat natürlich gewartet, bis wir hier vorbei sind. So, das dürfen wir auch schneller fahren. Ach geil, einfach geil. Wunderschön. Wunderschön.
Also ich bin echt überrascht, dass das klappt. Aber ich habe das gestern zufällig bei Felix der Weise gesehen. Der hat das kurz angetestet mit einer 218 und dem Steuerwagen. Und das hat es auch schon funktioniert. Und das hat mich halt zu dieser Idee gebracht, inspiriert, sag ich mal, zu diesem Szenario. Könnt ihr euch daraus mal ein schönes Szenario machen mit einer schiebenden BR218 und dem IC. Das wäre doch mal richtig wunderschön. Höchstgeschwindigkeit selbstverständlich 140 aufgrund der Schublok. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder abschmieren oder ob das diesmal klappt. Normalerweise müsste es klappen. Wir haben vorhin hat die 55 aufgeleuchtet bei der Probe, jetzt leuchtet die 85 auf. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass wir schneller fahren dürfen. Und dem ist so. Wunderschön, es hat geklappt. Dann habe ich doch alles richtig gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach geil, dass das funktioniert hat. Da hat sich das Googlen, das Rechnen ja doch gelohnt. Ach geil. Sehr, sehr schön. Also das könnt ihr wirklich nachgoogeln, wenn ihr einen Reisezug habt und ihr könnt ja, wenn ihr das im Zugverbandseditor zusammenstellt, einfach die Werte, diese einzelnen Längenwerte zusammenrechnen und dann habt ihr die Zuglänge und dann könnt ihr das nachgoogeln, was ihr an Bremsart bzw. auch an Bremshundertstel braucht, um mit dem Reisezug PZB-Art O zu erreichen. Und ihr braucht mindestens 6 Tonnen und eine Bremsart von 9. Dann gebt ihr die Zuglänge noch ein, in meinem Fall 223 Meter mit Schubfahrzeug natürlich. Und ja, dann gebt ihr noch die Höchstgeschwindigkeit ein, in diesem Fall natürlich 140 aufgrund der Lok. Und dann funktioniert das, wie ihr seht. Also wir haben keine Probleme. Das ist sehr, sehr nice. Ach, ist das schön, dass doch mal irgendwas klappt, was ich mache. Das ist wirklich, das freut mich, dass ich das so wirklich hinbekommen habe, dass ich das richtig gemacht habe. Das ist wirklich sehr nice. So, es lief wahr. So, jetzt müssen wir gleich natürlich, oh, wir müssen abschalten. Denn wir haben gleich 120. So, gleich 110. Seht ihr, die Bremse braucht hier, glaube ich, einmal nur ein bisschen anziehen, dann bremst er schon. Das ist wirklich sehr schön. Das braucht ihr wirklich keine große Bremskraft anwenden, um den Zug zu bremsen, beziehungsweise den Steuerwagen. Das wird wirklich ohne Probleme. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen dagegen anbremsen. Wir haben hier Gefälle. So, dass wir runter bis 110 gehen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Die haben wir eh vorangekündigt. Sollte das passen, genau. Ach geil, ist das schön. So, 108 ist doch eine ganz gute Geschwindigkeit. Da wir eh gleich 110 nur dürfen, passt das.
sehr, sehr schön. Also es ist wirklich wichtig, dass sie da die richtigen Daten eingibt, weil sie sonst eine falsche PZB-Art habt. Und wenn ihr dann natürlich über eine gewisse Geschwindigkeit drüber weg seid, dann meckert die PZB natürlich, logisch, weil die halt ja die falsche Zugart hat. Ne? Zugart O für Güterzüge ist bei 100 Schluss, spätestens bei 105. Danach kassiert ihr eine Zwangse und deswegen, ihr müsst da schon die richtigen Daten eingeben. Das habe ich auch gemerkt und wie gesagt, habe ich dann per Google schlau gemacht. Und ja, anscheinend hat das auf jeden Fall gewirkt, wie ihr seht. Ach schön, einfach wunderschön. So, jetzt dürfen wir wieder 140. Wir können nämlich nicht schneller fahren, weil ich ja die Höchstgeschwindigkeit von 140 eingegeben habe. Und ihr seht, wir dürfen eh nicht mehr, schon selbst vom System her nicht. Auch wenn hier Streckengeschwindigkeit von 140 herrscht, dürfen wir vom System her schon nicht, 100, nicht schneller als 140 fahren. Das ist wirklich schon sehr, sehr gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also, da kommt man noch nicht in Versuchung, schneller zu fahren, da man eh nur 140 darf. Das ist es ja, mehr ist ja gar nicht angegeben als Höchstgeschwindigkeit. Und das alles, weil ich das hier schön in dem System da eingegeben habe: Zuglänge, Zuggewicht, beziehungsweise nicht Zuggewicht, aber Bremshundertstel, Bremsart. Und dann kommt das dabei raus. Und das passt genau zur Höchstgeschwindigkeit der schiebenden Lok. Das müssen wir abschalten, sonst wären wir zu schnell. Die Sie-Fahr natürlich drücken. Mit der 218 hinten dran dauert das natürlich die Fahrt ein bisschen länger, logisch, weil die eben nur 140 darf, als wenn wir hier mit einer 101 hinten dran, dann dürfen wir logischerweise 200 fahren. Aber wie gesagt, so ist das halt. Teilweise fahren die auch in Doppeltraktion, hätte ich vielleicht auch machen können. Fällt mir gerade ein, aber die hat ja eigentlich keine Probleme, den zu schieben. Sorry, das ist meine Flasche, die so ein bisschen knackt. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Steigung, da müssen wir doch ein bisschen dagegen anfahren. Leistung schalten. Oder aufschalten. So, ihr braucht auch den Leistungsschalter gar nicht die ganze Zeit festhalten. Ihr könnt einfach so weit aufschalten, wie ihr wollt, und dann bleibt die Nadel da. Das seht ihr ja schön links auf dem Tacho. Und wenn ihr dann die Leistung zurücknehmen wollt, einfach den Leistungsschalter auf 0 und dann geht auch die Nadel wieder nach oben auf 0. Also es ist wirklich eigentlich ziemlich einfaches Fahren, muss ich wirklich sagen. So, ist das eine Doppeltraktion 218 oder was steht da? Nee.
Eine Hamsterbacke. Die hat Ausfahrt. Sie sah von weitem aus wie eine Doppeltraktion, aber die fahren ja hier offiziell gar nicht. Und daher wäre das schon ein bisschen komischer. Leistung weg. Und zack, Nadel auf Null. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Wobei, noch sind wir unter 140. Ja, passt. Also es ist wirklich eine sehr schöne, feine Sache, sowas, muss ich wirklich sagen. Also vor allem, dass das so schön funktioniert mit der 218, das freut mich umso mehr, dass man das machen kann. Muss ich wirklich sagen. So, es beginnt wieder dieses Spiel hier mit Bremsen und Bremse loslassen. Dass wir nicht über die 140 kommen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Kriegen wir wohl hin. Haben jetzt noch gute 43 Kilometer bis Köln. Da werden wir wohl so kurz vor 10 ankommen. Würde ich jetzt mal tippen. Je nachdem, was jetzt hier noch passiert. Ich hoffe, es passiert nicht mal allzu viel. Sprich, rote Signale oder so ein Kram. Das braucht man wirklich nicht. Da kommt der nächste Güterzug. Gezogen von einer BR-193 hier Vectron. Die ist ja sehr oft anzutreffen. Vorzugsweise natürlich im Güterzugdienst. Dafür ist sie ja hier auch vorgesehen beim TSW. Von daher wird man die im offiziellen Fahrplanmodus und aus offiziellen KI-Zug eigentlich eher selten im Reisezugdienst sehen, sondern eher wohl nur im Güterzugdienst. Was ich ja vielleicht als nächstes ausprobieren könnte, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das funktioniert, weil die Vectron ist ja eigentlich nicht als Schiebelok vorgesehen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich den IC schiebt, vom Steuerbahn aus gesehen. Müsste man ausprobieren, ob das funktioniert. Das wäre vielleicht so der nächste Punkt, den man probieren könnte. Ihr könnt es ja gerne mal probieren und mir das dann in den Kommentaren schreiben. Ob das wirklich funktioniert, dass die 193 den, ob man die von dem Steuerwagen aus steuern kann, sodass die dann auch schiebt. Das würde mich echt mal interessieren. Das kommt gleich die 200, die haben uns natürlich überhaupt nicht zu interessieren. Ach, jetzt sind wir LZB. Das ist ja geil. Dann brauchen wir uns ja überhaupt nichts mehr Sorgen machen hier. Das ist ja schön. Die müsste uns ja jetzt eigentlich unter 140 halten, oder bin ich jetzt falsch? Ah, nee, tut sie nicht. LZB. Ja, ist klar, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir eigentlich mit der 101 hier locker LZB fahren könnten. Aber unser Zug ist natürlich auf 140 beschränkt. Das ist das Problem. Aber der hat eigentlich auch 140 eingestellt. Also V soll 140. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir hier. Über 140 fahren. Vielleicht war das dem Backup geschuldet. Ich weiß es nicht. Können wir mal so ein bisschen aufschalten, gucken, was passiert. Wir unter 140 bleiben oder gnadenlos drüber fahren. Funktioniert leider nicht.
ihr seht. Schade eigentlich, weil normalerweise, wie gesagt, die LZB ist eingestellt auf 140, wie ihr seht, aber wir fahren trotzdem leicht drüber. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn nachher die Geschwindigkeitsbeschränkung kommt, ob wir dann automatisch gebremst werden von der LZB oder ob wir da wirklich oder ob die LZB dann irgendwie gar nicht aktiv ist, so wirklich. Also da bin ich echt mal drauf gespannt, wenn wir dann Köln näher kommen. Aber wahrscheinlich geht das nicht, weil wir die AFB nicht aktiv haben. Wenn die im Steuerwagen überhaupt aktiv zu machen ist, das ist der nächste Punkt. Wahrscheinlich eher nicht. Was wir auf jeden Fall machen. Nischenheizung. Stellwerk. Ich würde eigentlich die Klimaanlage anmachen. 20 Grad Führerstandstemperatur, ja, das ist eine gute Temperatur. Fußbodenheizung, Windschutzheizung brauchen wir alles nicht. Wir sind nicht im Winter. Also Klimaanlage hat der Steuerwagen anscheinend nicht. Na gut, dann ist das so. Führerstandstemperatur von 20 Grad finde ich jetzt doch, das geht wohl. Das ist äußerst angenehm. Wunderschön. So, jetzt haben wir, glaube ich, gleich wieder. Ne, jetzt haben wir keine Gefälle mehr, da brauchen wir nicht mehr bremsen. So, dieser IC fährt noch weiter bis Frankfurt am Main-Hauptbahnhof, gestartet in Aachen. Oder wir machen es noch besser. Dieser Zug fährt noch weiter bis fährt nicht bis Frankfurt, wir fahren ja hoch. Blöd. Dieser Zug fährt noch weiter von Aachen bis Braunschweig, genau, so machen wir es. So machen wir es. Frankfurt wäre jetzt blöde, weil wir kommen ja hoch. Wir fahren ja hoch. Genau, dieser Zug hat noch eine, fährt noch bis Braunschweig über Köln Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof. Ist hier zwar nicht die korrekte Route, ist mir klar alles. Aber was ist hier? Der fährt wirklich über Köln, Bochum. Köln Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof. Ne, nicht Köln Bochum. Köln Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof. Was kam dann? Was kommt nach Bochum? Ah, ich weiß das nicht mehr. Äh.
glaube, Hamm in Westfalen. Hauptbahnhof. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich weiß es jetzt wirklich nicht ganz genau. Minden Hauptbahnhof, Bielefeld Hauptbahnhof. Hannover Hauptbahnhof. Und Braunschweig Hauptbahnhof, genau. Das sind so die nächsten Halte dieses Zuges. Wie gesagt, ihr könnt mich da gerne verbessern. Auf jeden Fall. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, was kommt da? Das sieht doch glatt nach einem RE aus, in Form von Hamsterbacke. So, dann sind es gleich noch 20 Kilometer bis zum Kölner Bahnhof. Sehr, sehr schön. Bis jetzt ohne Probleme, ohne nennenswerte Probleme. Also wir hatten eigentlich gar keine Probleme, ehrlich gesagt. Bis jetzt läuft alles super glatt. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. So, nach wie vor 140, daran ändert sich im Moment auch nichts. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die LCP uns nachher bremst, wenn wir da die Geschwindigkeitsbeschränkung dann haben. So, sollten wir mal wieder ein bisschen aufschalten hier, wenn nicht zu langsam werden. So. Müssen wir doch noch ein bisschen dazu aufschalten, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen Gefälle haben hier. So, ich hoffe, das reicht jetzt. So, jetzt auf jeden Fall ist jetzt die Steigung weg. Also ich finde es echt gut, dass das hier mit der Höchstgeschwindigkeit auch so im System erkannt wird und nicht da steht 160, 200, 250, sondern wirklich,
bei 140 dann auch Schluss ist. Also das ist wirklich gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, eine Quitschi, sehr schön. Langsam kommen wir dem Kölner Raum auch näher. Die ist eine gute halbe Stunde am Aufnehmen. Also ich denke mal, so 40, 45 Minuten fährt man wohl von Köln bis von Aachen bis Köln. Und da wir ja, wie gesagt, sowieso etwas langsamer unterwegs sind hier, aufgrund der Geschwindigkeit der niedrigeren, dauert das eh ein bisschen länger. Das wird wieder ein bisschen bremsen bei 1% Gefälle. Das ist doch 10 Kilometer. Wunderschön, wunderschön, dass das alles so schön klappt. Endlich mal. Endlich klappt bei mir auch mal was. So, da haben wir die erste Geschwindigkeitsveränderung, die uns natürlich nicht betrifft. 160 haben wir noch nichts mit zu tun. Wir haben erst mit dem was zu tun, was alles, was unter 140 liegt. So. Ging es doch relativ schnell. Also die letzten 20 Kilometer waren jetzt echt fix, muss ich sagen. Haut mich echt vom Hocker. Also das ging echt fix. So, dann wird die LCB mit Sicherheit gleich auch irgendwann enden. So kurz vor Köln. Ja, da ist schon 70. Dann sollten wir mal so langsam reagieren und hier auch mal bremsen. Weil ich weiß nicht, ob die LCB das automatisch macht.
Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Dann geht hier die Scheibenwischer. Wo war der denn jetzt? Ah, der war doch da irgendwo. Jetzt müssen wir ein bisschen bremsen noch. Da. So. Kommt ihr auch endlich mal zum Einsatz? So, sind wir erstmal im grünen Bereich hier. Und dann fahren wir schön geschmeidig in Köln ein. Sehr, sehr nice. Ziemlich erschrocken. Ach, wir sollen. Ah, okay. Unter 45. Warum piept der denn jetzt so bescheuert hier? Jetzt kommt er mit der LTB nicht klar hier. Das ist das Problem. Gut, dann bleiben wir einmal stehen, oder? Das ist eigentlich auch blöd. Jetzt hat das gerafft. Jetzt hat das gerafft, dann können wir auch weiter aufschalten hier. So, 40 gleich. Dann fahren wir schön geschmeidig in Köln ein. Sehr, sehr nice. Da ist der Dom. Der Schicke. So, wir haben auch ein freies Gleis. Gleis 1, wenn wir einfahren, genau, ganz außen. Wunderbar, wunderschön. So, dann kommt hier wahrscheinlich der 500er. Genau. Und wir machen hier einmal Bremse.
So, das hätten wir soweit geschafft. Machen wir noch die Scheibenwischer aus. So. Hier riecht es ja, glaube ich, nicht mehr. Wir sind ja hier unter Dach. Dann versuchen wir mal rechts die Türen zu öffnen. So. Da sind wir hier soweit erstmal durch, würde ich sagen. Wir können das Fahrzeug verlassen und schauen, ob die Türen jetzt geöffnet sind. Wahrscheinlich nicht so, wie ich das sehe. Oder? Können wir mal kurz hier schauen, ob die jetzt geöffnet haben. Nee, jetzt war mir nämlich klar, dass das wieder nicht funktioniert hier. Müssen wir das anders machen. Doch, die waren geöffnet. Dann wollen wir sie doch nochmal öffnen. Ja, jetzt funktioniert es. Zwar nicht alle, aber immerhin. Gut, dann sind wir hier durch. Dann steigen wir aus, würde ich sagen. Wir haben unseren Job erledigt. Also ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen für den Reisezug, falls ihr das auch gerne so haben möchtet. Mit der PCB-ADO, dann Bremsart 9, Brems Hundertstel, also BRH, 6 Tonnen, also 6 und 0. Zuglänge müsst ihr euch dann selber zusammenrechnen, wenn ihr das im Zugverbandseditor euer Zug zusammenstellt. Einfach zusammenrechnen. Und die Höchstgeschwindigkeit des schiebenden oder ziehenden Fahrzeugs hier eingeben. Und dann funktioniert das. So, dann gehen wir mal hier raus. Raus. So, öffnen hier die Türe. Und schließen sie wieder. So. Das war unsere Fahrt mit dem IC 2035 von Aachen nach Köln Hauptbahnhof, während dort ein IC 1 auch wartet. Zug oder Schubpferd, Schublok war in diesem Fall heute die BR218 Diesellok. Das hatte wunderbar funktioniert. Ohne Probleme sind wir hier angekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Auch dass die Höchstgeschwindigkeit 140 betrug, dass man das einfach alles so einstellen kann, auch mit dem Bremshundertstel und so weiter. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ein richtig schönes Szenario. Ja, wie gesagt, das war unser Schubpferd heute, die BR218 Diesellok. Die hat ihren Dienst getan. Hier wird gleich das Zugpersonal wechseln und diesen Zug dann weiter in Richtung Braunschweig bringen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch eine schöne Restwoche. Ist morgen ja schon Freitag. Eine Woche Urlaub habe ich schon vorbei, leider. Aber ja, so ist es. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. War schön, dass ihr dabei wart. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Bye. Bye.